Ein auf den ersten Blick sehr komplex wirkendes Beispiel ist diese Aufgabe hier. Der Motorradfahrer fährt nämlich mit konstanter Bahngeschwindigkeit die hier gezeigte Kurve entlang. Die Kurve hat eine Form einer Sinuskurve. Zu ermitteln ist nun im gesamten Zeitintervall die x- und y-Koordinate der Geschwindigkeit des Motorradfahrers. Wie wir aber sehen werden, ist diese Aufgabe relativ leicht zu lösen, weil wir das sogenannte analytische Prinzip anwenden können. Wir kennen ja aus der Angabe eben genau dieses y, das hängt zusammen über irgendeine Konstante und Sinusfunktion von x mit am Normierungsfaktor, damit eben die halbe Wellenlänge genau L ist und x. Und wenn Sie das jetzt Zeit ableiten, der Sinus Zeit abgeleitet ist Cosinus und die innere Zeitableitung, wenn das x natürlich darf auch zeitabhängig sein, das sieht man ja an der Kurve, ist Pi durch L mal x-Punkt, also dy nach dt, dx nach dt. Schreiben wir es einmal her, dass das ganz sicher nicht unklar bleibt. Das ist der Geschwindigkeitszusammenhang dann. Und das heißt nichts anderes als, dass, anders geschrieben, unser Vy, jetzt nehmen wir das noch vor, c mal Pi durch L, Winkelfunktion Cosinus, Pi durch L x mal Vx ist. Und wir wissen, dass es sowas wie eine Bahngeschwindigkeit gibt. Die Bahngeschwindigkeit ist das Quadrat aus den beiden Geschwindigkeiten in die Koordinatenrichtungen. Also sozusagen der Betrag der Geschwindigkeit ist die Bahngeschwindigkeit. Das heißt, wenn man sich die Bahngeschwindigkeit ausrechnen möchte, die ja oben gegeben ist als konstant, dann lautet der Zusammenhang V0 Quadrat ist Vy Quadrat plus Vx Quadrat. Und dann kann man einfach einsetzen, das Vy Quadrat vom Vy oben und hat einen Zusammenhang direkt mit Vx. Also heben wir das Vx Quadrat gleich raus. C mal Pi durch L zum Quadrat Cosinus Quadrat Pi durch L mal x. Plus 1 vom Vx Quadrat aus der Summe, wenn Sie das Vx Quadrat rausheben. Das heißt, umgeformt ist das Vx V0 mal 1 durch die Wurzel und das 1 durch die Wurzel schreibe ich jetzt als hoch minus 1/2 und den 1 nehme ich vor. Weil es einfach irgendwie schöner ausschaut. Cosinus Quadrat Pi durch L mal x und das Ganze hoch minus 1/2, also 1 durch die Wurzel. Und das ist schon das Ergebnis für das Vx. Und das kann man jetzt natürlich hier oben ins Vx einsetzen und hat dann auch das Ergebnis fürs Vy. Y ist dann V0 Pi mal L durch C mal Pi durch L mal C. So, ich setze das in Klammer, dass da nicht mit dem Cosinus eine Verwirrung gibt. Der gleiche Cosinus Pi durch L mal X und dann diese Wurzel vom Vx. So. Das sind diese beiden Zusammenhänge und damit würde man jetzt dann weiterrechnen können für alle möglichen kinetischen Dinge. Weil was wir jetzt hier machen, ist ja, wir diskutieren nur Kinematik. Kinematik, habe ich glaube ich kurz gesagt, schon am Anfang einmal, beschäftigt sich damit, wie der Weg mit der Geschwindigkeit, mit der Beschleunigung zusammenhängt.
Und wirklich interessant ist aber dann die Kinetik, die sich dann damit beschäftigt, was ist mit den Kräften dann am Ende. Also beispielsweise, welche Kraft oder welches Moment oder beides führt zu einer gewissen Dynamik oder anders, wenn Sie an eine Maschinendynamik denken, da brauchen Sie das dann auch wieder später, Schwingungen und so, welche Bewegungen führen zu einer gewissen Art von Belastung, Kräften, Momenten und so weiter. Das ist dann der eigentliche Konnex zwischen dem da und dem, was an Belastung rauskommt in einem dynamischen Fall.